antreiben, die wir auch machen, die wir umsetzen. Das sind flexible Arbeitszeiten, Jahresarbeitszeiten. Wir haben Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, wo wir 100% Lohn zahlen. Ich würde sich vorstellen, als Vertreterin eines Arbeitgeberverbands. Ich bin die einzige Frau im Büro. Ich habe jetzt auch Standortleitung, ich habe nur Männer unter mir aktuell. Aber wir werden jetzt von unserer Firma aus vermietet, die Firmen. Und dort treffe ich das Gang wieder an, dass ich eigentlich einzige oder nahezu einzige Frau im Büro bin, die dort mit den Männern zusammenarbeitet. Man muss bei den Ausbildenden anfangen, entwickeln und dann auch den Frauen aufzeigen, was sie eigentlich für Möglichkeiten haben, auch in diesen klassischen Männerdomänen, Berufen.